Die Rechenregeln, die ich Ihnen jetzt vorstellen werde, die unterscheiden sich von den Grundregeln dadurch, dass sie sich beweisen lassen. Man kann also einen kleinen Beweis machen und dann zeigen, dass diese Regel gilt, vorausgesetzt unsere Grundregeln gelten. Das ist der Unterschied zwischen diesen Regeln und unseren Grundregeln. Das heißt, das, was wir jetzt hier machen, leiten wir aus unseren Grundregeln ab. Wenn wir zum Beispiel auf minus a nochmal ein Minus anwenden, dann sind wir wieder in der Addition. Das heißt, minus minus a ist a. Minus a kann man aber auch schreiben, wenn wir jetzt an die Multiplikation denken, an minus 1 mal a. Damit ist minus a mal b ja nichts anderes als minus 1 mal a mal b, was nichts anderes ist als minus a mal b oder a mal minus b. Also egal, wo wir das Vorzeichen davor schreiben, das geht alles. Was nicht geht, ist es, wo beides davor schreiben. Das ist wie mit der 2 im letzten Video. Genauso haben wir hier das Problem minus a mal minus b ist letztendlich a mal b mal minus 1 mal minus 1. Und minus 1 mal minus 1 ist wie hier oben 1, also kann man es hier weglassen. Dann haben wir noch minus a durch b. Das können wir entweder schreiben als minus a durch b oder als a durch minus b. Nicht erlaubt ist, minus a durch minus b zu schreiben. Denn minus a durch minus b ist a durch b. Weil wir wieder hier die minus 1 herausnehmen können und diese minus 1, die können wir kürzen. A mal b plus c ist das Distributivgesetz. Das heißt, es ist a mal b plus a mal c. Wie sieht das jetzt aber aus, wenn man mal ein Minuszeichen dabei hat? Also hier kommt jetzt zum Beispiel ein Minuszeichen an verschiedenen Stellen vor. Ich habe das fast alle Fälle, hoffe ich, aufgelistet, sodass man sich hier allgemein einmal dazu Gedanken machen kann. Hier bei minus a, da wird dieses Minuszeichen im Grunde dem a zugerechnet. Und das ergibt sich also minus a mal b plus minus a. Achten Sie darauf, dass es nie zwei Zeichen nebeneinander gibt, ohne eine Klammer dazwischen. Und dann wird das Ganze mit c multipliziert. Anders sieht es aus, obwohl das Gleiche heraus, und es kommt auch nicht das Gleiche heraus, wenn das Minuszeichen an dieser Stelle steht. Dann haben wir a mal b minus a mal c. In diesem Fall erhalten wir minus a mal b. Und dann haben wir minus a mal minus c, weil das c ja wieder hier zugehört. Wir könnten das wieder hier mit dem Plus minus c schreiben. Deswegen kommt hier plus a mal c heraus. A mal minus b ist minus ab. A mal c ist ac. Und da ein Plus dazwischen steht, bleibt das Plus auch erstmal bestehen. Minus a mal minus b ist a mal b. Minus a mal plus c ist minus a mal c. A mal minus b ist natürlich minus a mal b und a mal minus c ist minus a mal c. Und jetzt haben wir hier überall negative Vorzeichen, das heißt ja minus a mal minus b. Das können wir hier oben hingucken, ist zum Beispiel ab. Und genau das gleiche haben wir hier minus a mal minus c ist ac. Und dann gehört da auch ein Plus dazwischen. Was passiert, wenn unsere Klammer etwas länger ist und davor ein Zeichen steht? Dann bezieht sich dieses a auf jeden einzelnen Summanden. Das heißt, wir haben hier a b1 plus a b2 plus und so weiter und so fort plus a bn. Solche Pünktchen-Schreibweisen sind in der Mathematik nicht gern gesehen. Weiter unten werde ich Ihnen alternativ zu so einer Pünktchen-Plus-Schreibweise das Summenzeichen erläutern. Aber man kann natürlich hier auch noch etwas weitergehen. Man kann zum Beispiel zwei Klammern miteinander multiplizieren. Das sind in der Regel binomische Formeln, werden die genannt. Gibt es noch mehr, aber die sind standardisiert, denn a plus b mal a plus b,
Das besagt, dieses Quadrat, wir multiplizieren zweimal, ist nichts anderes als a² plus 2ab plus b². Der geneigte Hörer, der mag das einfach mal nachrechnen. Sie werden merken, wenn Sie lange genug rechnen, dann bekommen Sie auch das Ergebnis heraus. Wenn Sie keine Lust haben, sich das zu merken, dann schreiben Sie sich's auf. Die Dinger sind wichtig und kommen immer wieder vor. Dann haben wir noch a minus b ins Quadrat. Das ist a minus b mal a minus b. Und das wäre a². In dieser Stelle ändert sich was, also minus 2ab. Und hier bleibt ein plus b². A plus b mal a minus b, brauchen wir jetzt nicht nochmal neu hinschreiben. Das ist a² minus b². Wie gesagt, das lässt sich einfach ausrechnen. Wenn Sie möchten, versuchen Sie es. Es wird Ihnen gewiss gelingen. So, vielfach sind noch Brüche ein Problem. Dazu hier eine kurze Zusammenfassung. Wenn man Brüche multipliziert, a durch b mal c durch d, dann ist das nichts anderes als a mal 1 durch b mal c mal 1 durch d, also ac durch bd. Da ich ja die Multiplikation kommutativ verknüpfen kann. Wenn ich einen Doppelbruch habe, dann multipliziere ich am allerbesten mit einem Kehrwert. Das heißt, ich habe ab mal dc, also mit der Regel oben ad durch bc. Habe ich hier so etwas, ab mal c oder c mal ab, geht übrigens häufig schief, dann ist das ja nichts anderes als ab mal ein Ganzes, also c Ganze, c Eintel, und jetzt sieht man auch, was es ist, das ist ac durch b mal 1, und mal 1 ist das neutrale Element der Multiplikation, also können wir es weglassen. Dann haben wir, wenn wir keinen Doppelbruch haben, sondern nur durch c teilen, dann haben wir a durch b mal 1 durch c, also nichts anderes als a durch bc. Haben wir a durch bc, Sie merken schon, es ist wichtig, wo der große Bruchstrich ist, denn das ist nichts anderes als a durch Kehrwert, also a mal c durch b, das ist ac durch b. A mal c durch b mal c kann man durch Kürzen umformen. Beim Kürzen kann man, wenn hier Multiplikationen sind, dann und nur dann die c's in entsprechender Anzahl heraus, also gleiche Faktoren herauskürzen. Denn es gibt diese Eselsbrücke, nicht ganz, sag ich mal, ungefährlich sowas auszusprechen, aus Differenzen und Summen kürzen nur die Dummen. Und da sie ja da nicht zugehören, kürzten sie weder aus Differenzen noch aus Summen, also nur aus Produkten. Und dann ist das nämlich a durch b. Nehmen wir hier im nächsten Schritt noch a durch b plus c durch b haben, dann kann man die zusammenrechnen, weil sie sozusagen dieselben Anzahl von Stücken haben. Sie haben denselben Nenner. Dann darf man sie zusammenrechnen, wenn diese beiden gleich sind. Das heißt, wir haben a plus c Betel. Wir können immer noch, wenn wir die Pizza zusammengeschoben haben, die Anzahl der Stücke zählen. Anders ist das, wenn wir das in unterschiedliche Stückgrößen geschnitten haben. Dann müssen wir unsere Schnittgrößen anpassen. Wenn wir zum Beispiel das eine in 4 Stücken geschnitten haben, das andere haben wir in 3 Stücken geschnitten, dann müssen wir die Drittel noch in 4 Stückchen schneiden und die Viertel in 3 Stückchen jeweils. Dann haben wir Zwölftel, das heißt, wir haben 12 Stück von jedem, und dann können wir das addieren. Diesen Vorgang nennt man erweitern. Und das bedeutet, dass a durch b in dem Fall dann mal erweitert mit mal d. Ne? Wir müssen ja jedes nochmal um diese Anzahl von Stückchen erweitern. D durch d ist wieder 1, also ist das neutral bezüglich der Multiplikation. Plus c durch d, und jetzt müssen wir mit b erweitern, mal b durch b.
Jetzt haben wir einen gemeinsamen Nenner und können hier die Regel von hier oben wieder verwenden. Das heißt, b mal d ist der Nenner und oben steht a mal d plus c mal b. Ich hoffe, das war halbwegs verständlich. Testen können Sie das, ob Sie das wirklich verstanden haben mit dieser durchaus schwierigen Aufgabe. Minus x plus x durch 1 minus 2 durch x minus 1. Wenn Sie das hinkriegen, richtig, dann können Sie Bruchrechnen. Wenn Sie das nicht hinkriegen, dann üben Sie Bruchrechnen. Am Anfang des Kurses empfohlenen Buch Mathematik für Fachhochschulen, der Einstieg von Peter Stingel, der bietet viele Aufgaben zum Üben. Üben Sie damit. Mathematik ist auch viel Übung. Im nächsten Video verrate ich Ihnen die Lösung.